lieber Papa. Sag mal schnell, lieber Papa. Lieber Papa. Lauter. Lieber Papa. Wir gratulieren dir herzlich zu deinem Geburtstag. Weil du meist fort in wichtigen Sachen und oft nicht weißt, was wir denn machen, soll dir dies Buch nun all das zeigen, was hier geschah im bunten Reich. Ich ist auf Lied. Dein Vater ist im Krieg. Deine Mutter ist in Sommerland. Sommerland ist abgebrannt. Mein Käfer fliegt. Das aus, das Lied. Das Radikalste ist heute gerade radikal. Und das Totalste ist gerade total genug. Dieser Reporter muss keine Huldigung heucheln. Er ist selbst ein gläubiger Jünger seines Führers. Erfinder eines Mythos, dem er selbst verfallen ist. Seit der arbeitslose Dr. Joseph Goebbels seine Kultfigur gefunden hat, fühlt er sich berufen. Dieser Mann ist sein Messias. Aus dem Tagebuch. 6. November 1925. Und diese großen blauen Augen, wie Sterne. Er freut sich, mich zu sehen. Ich bin ganz beglückt. Er ist da, drückt mir die Hand. Dann spricht er noch eine halbe Stunde. Mit Witz, Ironie, Humor, Sarkasmus, Ernst, Glut, Leidenschaft. Alles hat dieser Mann, um König zu sein. Der geborene Volkstribun. Der kommende Diktator. Die Sehnsucht nach dem starken Mann. Deutsche Volksgenossen. Der Drang nach starken Worten. Und Genossinnen. Ja, dein Wunsch ist für uns Deutsche bestimmt. Die engsten Mitarbeiter des Führers schauen auf ihn und finden in seinem Gesicht Kraft und Stärke und Zuversicht. Ein Mann von wahrhaft säkularer Größe. Ein solcher Mann braucht einen Trommler, der ihm blindlings folgt. Hitler hat, glaube ich, Goebbels sehr geschätzt. Als sehr treuer Gefolgsmann, als absoluten Nationalsozialisten und als unerhört tüchtigen Mann in seiner Funktion als Propagandaminister. Aber ich habe eigentlich nie einen Unterton von freundschaftlich oder auch nur freundlicher Beziehung gehört. Führer und Verführer, Meister und Geselle. Wenn den kleinen Doktor Ängste vor Rivalen um die Gunst des Herrschers plagen, dann genügt ein kleines Lob, ein väterliches Schulterklopfen. Und er ist wieder glücklich. Vor allem aber muss ich dann heute danken Ihnen, mein Doktor, der Sie damals vor 10 Jahren von mir eine Fahne in die Hand bekommen haben, die Sie nun in des Reiches Hauptstadt aufpflanzen und zum Banner der Nation in Berlin erhoben haben. Im November 26 hat Hitler den gescheiterten Schriftsteller in die Höhle des Löwen geschickt. Im roten Berlin, wo die Partei ein Schattendasein führt, soll Gauleiter Goebbels die Macht erobern. Mhm.
Der Aufsteiger aus dem rheinischen Reit sieht die Chance seines Lebens gekommen. Ehrgeizig, wendig und skrupellos geht er ans Werk. Er will vor allem eines: auffallen. Die Bewegungen waren die Bewegungen eines Volkstribuns. Der hagere, etwas kleine Körper, ein unverhältnismäßig großer Kopf und ein unglaublicher Mund. Ein Mund, der das Gesicht zerschnitt. Und was mir damals an ihm auffiel, war, dass er damals schon etwas Marionettenhaftes an sich hatte. Als Wahlkämpfer geht Goebbels rigoros zur Sache. Als Redner wirkt er noch ein wenig hölzern. Ein ganzes Volk fällt in die Verzweiflung. Es gäbe für Deutschland keine Hoffnung mehr, wenn wir nicht wären. Lügen kann man auch gedruckt. Angriff heißt sein Kampfblatt. Der Angriff aus der Zeit, das war ganz entsetzlich. Ganz entsetzlich. Also solche Lügen, was die sich erlaubt haben. Aber das Volk, ein Teil des Volkes, hat es geglaubt. Und dadurch gelang es auch Goebbels, einen großen Teil des Kleinbürgertums und sogar des sogenannten damaligen Proletariats auf seine Seite zu ziehen. Goebbels hat verstanden, dass er durch Terror die Straße erobern kann, wenn es ihm gelingt. Mit Schlagzeilen und Schlägertrupps. Drohungen und Lockungen. Hetze und Gewalt. Durchaus willkommen sind dem Gauleiter dabei Verletzte, ja selbst Tote. Märtyrer sind werbewirksam, Totenkult als Propagandawaffe. Hier beginnt es. Leben verstehen wir Deutschen vielleicht nicht, aber sterben, das können wir fabelhaft. Ich habe mehrere solcher Begräbnisse mitgemacht, unter anderem auch das von dem Horst Wessel, dessen Tod ja nun geradezu ein Paradebeispiel dafür ist, was aus so einer Sache sich propagandistisch machen lässt. Er hat ja den Horst Wessel als Sohn eines Pfarrers und als einen rechtschaffenen Studenten und jemanden, einen Idealisten, der für das Hakenkreuz gekämpft hat und der ein Lied gedichtet hat und der es hat singen lassen von seinen Leuten und so weiter. Er hat ja diesen Horst Wessel-Mythos geschaffen und der hat ja auch angehalten bis zum Zusammenbruch. Im Marschtritt dieser Hymne geht die Republik zugrunde. Nach 1933 wurde dieses Lied ein heiliges Lied in Deutschland, das man mit einer bestimmten Ehrfurcht behandeln musste. Wenn man die Hand nicht erhoben hat, wurde man angepöbelt. Hat man sie erhoben und man wurde als Jude erkannt, wurde man dreimal angepöbelt. Also es war eine sehr missliche Lage, sowohl mit der Fahne als auch mit diesem Lied. Der Brandstifter schürt das Feuer, mit dem die braunen Biedermänner Deutschland in Flammen setzen. Scheiterhaufen kannten wir aus Bildern, in Geschichtsbüchern, im Mittelalter, aber in unserer Zeit doch etwas Unerwartetes. Und im Schein dieser Flammen hat sich das Gesicht von Goebbels immer wieder verändert und nicht zum Guten. Es hat etwas Unmenschliches an sich gehabt. Ich dachte an Goebbels. Wer war er?
Ein Journalist, der niemals seine richtige Arbeit bekommen hat. Ein Autor, dessen Bücher abgelehnt waren. Und ich überlegte, als Journalist, ist das oft in der Weltgeschichte passiert, dass ein erfolgloser Journalist, ein erfolgloser Autor dastehen kann und die Bücher der Konkurrenz verbrennen. Es war ein Triumph für den kleinen Doktor. Er wollte den Hass anzünden. Ich glaube, er hat an den Hass geglaubt. Auch in eigener Sache. Goebbels mochte die Menschen nicht. Und ganz besonders hasst er die Juden. Jetzt, da er Macht hat, lässt er sie büßen. Sie sind die Sündenböcke für sein jahrelanges Scheitern. Um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht. Goebbels Gewalt gegen jüdische Geschäfte. Das lässt ahnen, was den Menschen droht, wenn Rassenwahn Gesetz wird. Den Deutschen zeigt sich das Regime in leuchtenden Farben. Goebbels lässt die Machtergreifung für das Kino nachstellen. Fassade. Darum freut es mich heute, mit Ihnen zusammen nach altem Brauch das Richtfest feiern zu können. Sein neues Propagandaministerium. Zentrale für Gehirnwäsche und Volksverführung. Von hier aus überrollt ein Werbefeldzug sondergleichen Land und Leute. Die Mittel sind modern. Die Botschaft ist barbarisch. Meinungsdiktatur. Das ist das Geheimnis der Propaganda. Dem, den die Propaganda erfassen will, ganz mit den Ideen der Propaganda zu durchdringen, ohne dass er überhaupt merkt. Selbstverständlich hat die Propaganda eine Absicht, aber die Absicht muss so klug und so virtuos kaschiert sein, dass der, der von dieser Absicht erfüllt werden soll, das überhaupt nicht bemerkt. Die Erfüllungsgehilfen bringt der Presselenker hier auf Vordermann. Und sie parieren aufs Wort. Man fühlte sich, also ich fühlte mich relativ frei. Und habe immer geglaubt, ich könnte schreiben, was ich wollte. Aber seltsamerweise, erst Jahre später, wenn ich alte Artikel von mir las aus der Zeit, wunderte ich mich über den gehemmten Stil, in dem sie geschrieben waren. Es war wirklich, als wenn man im Geiste stramm gestanden hätte und Befehle erwartet hätte. Wir aber hatten, und das war in weiser Voraussicht geschehen, den deutschen Journalismus so diszipliniert, dass wir in den entscheidenden Augenblicken nicht einmal zu befehlen brauchten. Ein leiser Wink genügte, um der Presse klarzumachen, jetzt gibt's keine Diskussionen. Das Resultat? Servile Herolde der Diktatur. Die erste Journalistenpflicht, vorauseilender Gehorsam. Warum wird aus diesem Anlass eine neue Volksbefragung in die Welt geleitet? Es weiß doch jeder Mensch, dass das deutsche Volk geschlossen hinter der nationalsozialistischen Regierung steht. Die Macht der Bilder ist das wirkungsvollste Instrument. Kilometer von Filmen. Sie sind Goebbels eigentlicher Nachlass. Bilder, die die Menschen damals bannen sollen.
Menschenblöcke, Volksgemeinschaft, Kult, Ordnung in einer chaotischen Welt. Das verheißen diese Bilder auf fatale Weise. Ein Hochamt für den hohen Priester, der dem Kult um ihn längst ebenso verfallen ist wie dessen Schöpfer. Das Dritte Reich als fortwährender Feiertag. Die Staffage. Das Dekor. Der Zeremonienmeister im Gefolge. Wie das Volk gestimmt ist, registriert der Meinungsmacher ganz genau. Seine Version von Demoskopie. Volksverbundenheit gehört zum Geschäft. So. Ja, das freut einen, dass so viele mit dem goldenen Parteiabzeichen dabei sind. Und die Landarbeiter, ja. Und wie viele Kinder haben Sie? 12. Da muss ich mich ja genieren. Ja, aber nicht mehr einer. Wie viele haben Sie? Drei, das ist ja gar nicht. Was Kinderreichtum angeht, muss sich der Minister nicht verstecken. Das Geburtensoll wird pflichtbewusst erfüllt. Familienidyll wie aus dem Werbefilm. Der kleine Mann aus Reit hat's weit gebracht und alle sollen es sehen. Vorzeigefamilie des Dritten Reiches. Frau Magda kommt aus bestem Hause. Eine gute Partie und eine gläubige Parteigenossin. Ein Paar so recht nach Hitlers Geschmack. Was für ein Mustergatte. Geschmückt mit dieser Frau gibt er den Mann von Welt. Und er genießt die Sonnenseiten seiner Macht. Statussymbole der 30er Jahre. Unter anderem eine Yacht, von der er selbst sagt, sie sei etwas teuer. Der Lebemann reist gerne nach Italien. Im Land des Duce, seines Vorbilds, darf er Hitlers Reich repräsentieren. Zu gerne wäre er Außenminister. Daheim lässt er sich von der Stadt Berlin ein Landgut schenken. Den Ausbau spendet ihm die UFA. Keine Korruption, nur eine Huldigung. Die familiäre Nebenresidenz. Ein Heim ohne Vater. Der Dienst am Volk geht vor. Dennoch scheint das traute Glück nach außen hin perfekt. Er betete die Kinder an und die beteten ihn an. Er spielte mit den Kindern himmlisch. Das hat mir schon so imponiert, weil ich das nie erlebt habe, dass ein Vater mit Kindern herrlich spielen kann. Und das war ein tadelloses Familienleben. Doch der Familiensinn des Mustergatten endet oft am nächsten Rock. Er wäre nicht Goebbels, wenn er nicht auch dafür hehre Worte fände. Moalin-Prediger, sondern wir sind offene Renaissance-Menschen und wollen das auch in der öffentlichen Meinung zum Ausdruck bringen. Das tut er ungeniert, als Herr des deutschen Films. Schamlos nutzt er seine Stellung, um bei Filmblondinen Selbstbestätigung zu finden. Rollen gegen Liebesdienste. Das Spiel ist immer das Gleiche. Und dann hat er gesagt,
Ach, er hat es also so genossen, sich etwas entspannen zu können und ich sah eine so charmante Unterhaltung. Ich habe überhaupt keine Mühe gegeben. Denn ich war also wahrscheinlich viel zu verängstigt. Ich möchte doch mit ihm eine Spazierfahrt machen und er fährt abends immer gerne durch die Gegend und ob ich ihm Gesellschaft dabei leiste, also was soll unser einer da machen? Wir sind herumgefahren, kreuz und quer durch die Stadt und dann schließlich auf eine Autobahn und einen großen Zaun und da war ein Wald und der Zaun ging auf von alleine, sind wir reingefahren und da war ein Haus, ein kleines Bungalow auf einer Anhöhe über einem See. Und dann machte jemand die Tür auf da und dann hat er Feuer gemacht oder jemand hat Feuer gemacht und wurde mir etwas angeboten und hingesetzt und geplaudert und geredet und geredet. Na ja, und dann hat er Avancen gemacht. Ich fand das also so einfach unmöglich und erschreckend und wirklich, also ich hatte kein Interesse mehr an meiner Karriere, das ist sicher. Er hat mir versprochen, was ich alles werde. Und ich habe mich so hysterisch aufgeführt, dass er also aufgegeben hat. Und hat mir dann gesagt, so werden Sie allerdings keine Karriere machen, hat er gesagt zu mir. Das war Freitag. Am Sonntagnacht, glaube ich, oder Montag, das weiß ich nicht mehr so genau. Auf dem Weg ins Atelier oder vorher, diesen Film weiterzumachen, wurden wir alle angerufen, dass der Film abgebrochen wurde. Denn wer sich seinem Willen widersetzt, hat ausgespielt. Eine Knochenmarkserkrankung in der Kindheit hat seinen rechten Fuß gelähmt. Ausgeschlossen von der Welt der Unversehrten, hasst er nichts so sehr wie die Kanaille Mensch. Aus seinen Jugenderlebnissen als Körperbehinderter hatte er bestimmte Charakterfehler, das kann man schon sagen. Und dazu gehört einmal eine Rachsucht, ja, Vergeltungssucht, die er ohne Frage hatte. Er konnte nicht vergessen, wenn ihm einer, das trug er ihm sein Leben lang nach. Kurz und gut, er hatte durchaus auch negative Züge entwickelt, die ich absolut auf seine Kindheitserlebnisse zurückführe. Ohne Frage ist sein Verhältnis zu Frauen sehr, auch durch diese Kindheitserlebnisse sehr stark beeinflusst und hat sich auch auf seinen Charakter hemmend ausgewirkt. Bei dieser Frau wird aus dem Seitensprung eine folgenreiche Affäre. In einem Schlüsselfilm wirbt Goebbels dafür reichsweit um Verständnis. In der Hauptrolle sein Schwarm. Ich habe eigentlich seine Liebe geliebt. Er hatte mich so sehr geliebt, dass ich der Liebe verfallen bin. Und er hat dann leider das seine Frau gesagt. Und sie ist am nächsten Tag zum Hitler und hat ihm alles anders erzählt, als es war. Hat ihm gesagt, ich hätte mich in ihre Ehe eingeschlichen und hat gelogen. Und der Hitler hat sich den Goebbels kommen lassen und hat von ihm Ehrenwort verlangt, dass er mit mir Schluss macht. Ich fürchte, man sieht uns am Hofe nicht allzu gern. Wie kommst du darauf? Nein, ewig bestimmt nicht. Ich werde in den nächsten Tagen mit meinem Vater sprechen. Und der Hitler hat am Obersalzberg alle zusammengerufen. Die Magda Goebbels wollte sich scheiden lassen. Die war schon so weit, dass sie sich scheiden lassen wollte. Der Goebbels wollte abtreten, abdanken und wollte nach Japan als Konsul gehen und sagte, wenn ich Krawatten verkaufen müsste in Japan, ist es mir egal, aber ich möchte abdanken. Da hatte Hitler einen fürchterlichen Krach gemacht und hat natürlich getobt, er hat den Goebbels gebraucht, nicht wahr? Er konnte das nicht annehmen. Und hat da so einen Krach gemacht und dann hat er gesagt, also gut, versucht zusammen 3 Monate zu leben. Und wenn nach 3 Monaten ihr mir sagt, dass ihr nicht miteinander leben könnt, dann gebe ich euch die Scheidung. Das war natürlich nicht so gedacht. Er wollte nur Zeit gewinnen.
Es fällt mir wirklich schwer, Ewig. 8 lange Wochen. Die Zeit wird Ihnen schneller vergehen, als Sie denken. Auf dem Berghof erlebt Goebbels diesmal einen frostigen Empfang. Hitler sieht in dem Skandal vor allem einen Störfaktor. Inmitten der Sudetenkrise Liebelei mit einer Tschechin. Das passt nicht in sein Konzept. Erschrocken beugt sich der Galan dem Urteil seines Meisters, dessen Gunst ihm mehr wert ist als jede Liebe. Hitler gab eiskalt Goebbels den Befehl, binnen 48 Stunden diese Frau Barova nach Prag, sie war Tschechin, zurückzubefördern. So geschah's. Und Goebbels war von diesem Moment an zur großen Freude seiner Feinde, Röhmdorf und anderen, abgemeldet. Das hat ihn derartig bedrückt, dass er nicht mehr zu den üblichen Mahlzeiten in die Reichskanzlei eingeladen wurde, dass der Führer ihn wirklich in den Hintergrund stellte. Und ich habe in dieser Phase habe ich gemerkt, wie abhängig er davon war, eben wie der Alkoholiker von der Flasche. Das heißt, er sehnte sich nach einem Schluck aus der Buddel. Er sehnte sich danach, vom Führer wieder mit Energien aufgeladen zu werden. Da ergibt sich im November 38 unverhofft die Chance. Als die alten Kämpfer auf den Straßen Münchens wieder mal an den missglückten Hitlerputsch erinnern, trifft die Nachricht ein, ein deutscher Diplomat sei in Paris erschossen worden. Von einem Juden. Und nun witterte Goebbels eine Gelegenheit, sich wieder in Erinnerung zu bringen und beim Fürsten zu profilieren. Und alarmierte seine Berliner SA, die ja ganz auf Goebbels eingeschossen war. Mit ihr hat er ja seinerzeit Berlin erobert. Und ihnen die Straße freigab und nunmehr zeigen wollte, dass er der Unentwegte ist, der Hundertprozentige, und ließ diese Leute und den Plebs, den Pöbel, auf die Juden, auf die jüdischen Geschäfte los. Aus dem Tagebuch, 10. November 1938. Ich gehe zum Parteiempfang im Alten Rathaus, Riesenbetrieb. Ich trage dem Führer die Angelegenheit vor. Er bestimmt, Demonstrationen weiterlaufen lassen, Polizei zurückziehen. Die Juden sollen einmal den Volkszorn zu verspüren bekommen. Das ist richtig. Ich gebe gleich entsprechende Anweisungen an Polizei und Partei. Dann rede ich kurz dementsprechend vor der Parteiführerschaft. Stürmischer Beifall. Alles saust gleich an die Telefone. Nun wird das Volk handeln. Ich will ins Hotel, da sehe ich am Himmel blutrot. Die Synagoge brennt. Wir lassen nur so weit löschen, als das für die umliegenden Gebäude notwendig ist. Sonst abbrennen lassen. Als ich ins Hotel fahre, klirren die Fensterscheiben. Bravo. Inszenierter Volkszorn. Sein Patent. Mit der barbarischen Aktion empfiehlt er sich als radikalster Judenhasser. Ich glaube, Hitler sowie Goebbels waren davon überzeugt, dass es in der Welt eine jüdische Verschwörung gab. Die Juden waren ein Teil der Bevölkerung, der vernichtet werden musste. Ich glaube, das war vom ersten Moment an klar. Er hat ausführlich gesagt, dass den Juden der Krieg erklärt wird, dass die Juden Unrecht daran tun, es nicht ernst zu nehmen. Es gab eine Goebbels-Rede, in der er sagte, die jüdische Presse, denn er war ja der Herr der Presse, macht uns lächerlich. Und ich aber sage euch, sagte Goebbels, es wird der Tag kommen, wo den Juden das Lachen vergehen wird. Ist das schon ein Programm für Buchenwald und Auschwitz? Ich bin nicht sicher. Sie
sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Auf einen solchen Agitator kann der Staatschef nicht verzichten. Hitler braucht den Trommler auch, um das Volk in Kriegsstimmung zu bringen. Doch in seine Angriffspläne weiht er ihn nicht ein. In Berlin die größte Militärparade aller Zeiten. Im Ausland ein Minister, der den Friedensengel mimt. Ich bin der festen Überzeugung, der Frieden in Europa muss erhalten bleiben. Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, käme ein Krieg, er wäre das größte Unglück für die Welt. Und wie er ausgehen mag, sowohl die Sieger als die Besiegten würden nur furchtbarstes Unglück und schwerste Not dadurch ernten können. Sein Unglück, als der Krieg beginnt, rückt ins dritte Glied. Während Hitlers Wehrmacht Polen überrennt, liefert Goebbels die Begleitmusik. Den Krieg der Worte. So ist es, wenn die deutsche Luftwaffe zuschlägt. Sie wird auch den Schuldigsten der Schuldigen zu treffen wissen. Die Unschuldigen trifft es zuerst. Dem Schreibtischtäter Goebbels imponiert es, dass es nun zur Sache geht, ohne Rücksichten auf Ansehen und Ausland. Auf einer Fahrt nach Polen sucht er die Bestätigung für seinen Rassenhass. 2. November 1939. Fahrt durch das Ghetto. Wir steigen aus und besichtigen alles eingehend. Es ist unbeschreiblich. Das sind keine Menschen mehr, das sind Tiere. Das ist deshalb auch keine humanitäre, sondern eine chirurgische Aufgabe. Man muss hier Schnitte tun. Und zwar ganz radikale. Ende 1939 oder 1940 waren eine Reihe aus Polen in den Wochenschauen Judenaufnahmen von jüdischen Gesichtern zu besichtigen. Und als es da wieder hell wurde nach dieser Vorführung, sagte er, er könnte sich nicht vorstellen, wenn diese Juden wieder zurückkommen zu uns. Wenn wir also den Krieg verlieren sollten, nicht vorstellbar. Aber meine Frau und ich, wir haben schon ab und zu darüber gesprochen, das werden wir dann nicht mehr erleben. Da bringen wir uns um. Er hat sie richtig beschimpft, oder guckt euch das an, und der richtige Verbrechervisage und so weiter und so weiter. In einer ganz merkwürdig aufgeregten Form. Gegen diese Menschen hetzen Goebbels Filme auf. Feindbilder. Und das sind die Helden. Onkel Rommel bei Familie Goebbels. Ein moderner General. Ein Aufsteiger wie er. Goebbels erst macht Rommel zum Idol. Siege sind die beste Propaganda. In ihrem Sog schwindet Goebbels Skepsis gegenüber dem Zweifrontenkrieg. Der fixe Glaube an Hitlers Genie zerstreut alle Zweifel. Der ungediente Zivilist spielt Feldherr, will soldatischer als die Soldaten sein. Was ihm im Ersten Weltkrieg vorenthalten blieb, versucht er nun im Zweiten übereifrig wettzumachen. Die große Stunde schlägt im Juni 1941. Diesmal ist er informiert. Diesmal hat er eine Hymne vorbereitet. Diesmal darf er Krieg erklären. Reichsminister Dr. Goebbels verließ die Proklamation des Führers.
der Überfall auf die Sowjetunion. Die Verschwörung zwischen London und Moskau gegen Deutschland. Ein Vernichtungskrieg, verbrämt als Freiheitskampf. Goebbels ist in seinem Element. Er verkauft den Angriffskrieg als Präventivschlag. Wahrheit stört, wenn Lüge überzeugt. Die entschlossene Tat des Führers ist dem alles vernichtenden Mongolensturm zuvorgekommen. Diese Hetze offenbart das wahre Gesicht des Dr. Goebbels. Ein komplex beladener Herrenmensch, der sich nun ungehindert austobt. Während der Nationalsozialismus eine neue Fassung und Formung der europäischen Kultur in die Wege leitet, ist der Bolschewismus die Kampfansage des von Juden geführten internationalen Untermenschentums gegen die Kultur an sich. Dieser Mann mordet mit Worten. Vorführung in einem Kriegsgefangenenlager. Bislang unveröffentlichte Bilder. Auch im Angesicht des Elends. Mitleid ist ihm fremd. Im Windschatten des Krieges drängt er sich nach vorne, als der Mordplan an den Juden nun vollzogen wird. In der Judenfrage fange ich nur sofort an, aktiv zu werden. Da der Führer mir erlaubt hat, ein Abzeichen für die Juden einzuführen, glaube ich es aufgrund dieser Kennzeichnung der Juden sehr schnell fertig zu bringen, ohne gesetzliche Unterlagen die nach Lage der Dinge gegebenen Reformen durchzuführen. Wird dieses Zeichen von jedem Juden getragen, so können die Juden sich sehr bald im Zentrum unserer Städte nicht mehr sehen lassen. Sie werden aus der Öffentlichkeit herausgedrängt. Natürlich trug ich die Nase hoch. Nicht so in dem Gefühl, seht her, so sieht eine Jüdin aus, nicht wahr? Und das ist ziemlich anstrengend. Und noch dazu, wo es natürlich Menschen gab, die mich mit Hass ansahen. Und es gab auch Menschen, die mich freundlich ansahen. Und es gab Menschen sogar, die mir heimlich was im Gewühl der U-Bahn oder der Straßenbahn mir etwas in die Tasche steckten, was ich nicht bekam als Jüdin. Nicht? Also war schon eine ganz fürchterliche Auszeichnung, nicht wahr, die ans Mittelalter erinnert, wo man das ja auch mit den Juden gemacht hat, nicht wahr? Und ich glaube da schon, das hat viel mit ihm zu tun, mit seiner Behinderung. Er fiel eben auch auf. Es wäre ja sehr unklug gewesen, wenn wir vor der Machtübernahme schon den Juden ganz genau auseinandergesetzt hätten, was wir mit ihnen zu tun beabsichtigten. Das war ganz gut. Es war ganz gut und zweckmäßig, dass wenigstens ein Teil der Juden dachte, na, ganz so schlimm wird es ja nicht kommen, die reden viel, aber das wird sich ja noch finden, was sie tun werden. Wohin die Reise für die Juden wirklich geht, weiß Goebbels nur zu gut. Er ist in Hitlers Pläne eingeweiht und billigt sie. 27. März 1942. Aus dem Generalgouvernement werden jetzt die Juden nach dem Osten abgeschoben. Es wird ja ein ziemlich barbarisches und nicht näher zu beschreibendes Verfahren angewandt. Und von den Juden selbst bleibt nicht mehr viel übrig. Im Großen kann man wohl feststellen, dass 60% davon liquidiert werden müssen, während nur noch 40% in die Arbeit eingesetzt werden können. An den Juden wird ein Strafgericht vollzogen, das zwar barbarisch ist, dass sie aber vollauf verdient haben. Ich weiß nicht mal, ob er diese Absicht hatte, Juden zu Bürgern zweiter Klasse zu machen. Er wollte sie wirklich mit seinen Worten zertreten. Je mehr der Krieg sich wendet, desto mehr ersetzen Worte die fehlende Wirkung der Waffen. Nach Stalingrad heißt die Devise Opferbereitschaft. Jetzt ist die Botschaft in jeder Hinsicht total.
Das Judentum stellt eine infektiöse Erscheinung dar, die ansteckend wirkt. Deutschland jedenfalls hat nicht die Absicht, sich dieser jüdischen Bedrohung zu beugen, sondern vielmehr die, ihr rechtzeitig, wenn nötig, unter vollkommener und radikalster Ausschaltung des Judentums entgegenzustehen. Ausrottung des Judentums. Fast hätte er die Wahrheit gesagt. Goebbels im Sportpalast. Er will das Plebiszit für den totalen Krieg, auch an der Heimatfront. Seine Rede aller Reden, sorgsam einstudiert. Wie man ein Volk um die Besinnung bringt. Gegner behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totale Kriegsmaßnahme der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg dauern, die Engländer, sondern die Kapitulation. Mittlerweile war aber eben auch in der Zuhörerschaft das so geschürt worden, diese, also erstmal unschuldige Frauen und Kinder und den Volkskörper verletzen und unsere deutsche Heimat mit Bomben bedecken und so. Das hatte ja schon die Wut natürlich auch in der Zuhörerschaft gesteigert. Und als dann die Fragen kamen und die Brüllerei erstmal losgegangen ist, dann war das nicht mehr kontrolliert. Wir waren so entsetzt, wie es möglich war, diesen bis zum Bersten gefüllten Sportpalast in einen solchen Begeisterungstaumel zu versetzen. Auf diese Frage hin, wollt ihr den totalen Krieg? Ja, ja, dieses Geschrei. Und es war ein grauenvolles Erlebnis für uns. Wir standen wie erstarrt und jemand von den Leuten, die mit uns da waren, sagte, klatscht, ihr müsst klatschen, ihr müsst klatschen. Wollen wir ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn für uns heute überhaupt erst vorstellen können? Ich habe mir es nicht vorstellen können, was denn nun eigentlich noch totaler werden kann. Sollte man überhaupt nicht mehr schlafen oder gar nichts mehr zu essen kriegen und alle Männer tot sein und die Zivilbevölkerung auch noch? Ich konnte mir davon gar keine Steigerung mehr vorstellen. Es war doch schrecklich genug. Nun folgt, steh auf und Sturm bricht los. Noch in der Nacht, sagt Goebbels, wenn ich Ihnen befohlen hätte, vom Dach eines Hochhauses zu springen, Sie hätten es getan. Was totaler Krieg bedeutet, spüren die Menschen bald. Niemand soll dem Ruf entgehen können. Längst ist der Feuersturm dorthin zurückgekehrt, wo er entfacht wurde. Deutschlands Städte sterben. Er blüht auf. Die Krise ist seine Konjunktur. Der Brandstifter am Tatort weiß, womit er die Bevölkerung bei Laune halten kann. Er hat keine Siege mehr zu bieten. Nur noch Durchhalteparolen. Doch immerhin, er wagt es sich zu zeigen. Hitler nicht. Nach außen weckt er Hoffnung auf ein Wunder. Für sich bezweifelt er, dass dieser Krieg noch zu gewinnen ist. Ihm ist er nicht total genug. Noch übergeht der Kriegsherr seinen Amateurstrategen. Der Einfluss von Goebbels war minimal. Ich habe 100-mal erlebt, dass dieser Mann mit großen Plänen in das Führerhauptquartier geflogen ist und dann wiedergekommen ist, wie ein kleiner Pudel, begossener Pudel. Er hatte nur die Eigenschaft, er konnte sich von sowas erholen. Nein, also ich glaube, dass seine Rolle bei weitem überschätzt wird. Nach dem Attentat auf Hitler ändert sich das rasch. Der Statthalter hat in Berlin den Staatsstreich eiskalt liquidiert.
Das sichert dem ergebenen Paladin nun die totale Gunst seines Herrn. Als Reichsbevollmächtigter für den totalen Kriegseinsatz lässt Goebbels Deutschland durchkämmen, um noch mehr Menschen in den Krieg zu schicken. Am Ziel, kurz vor dem Ende. Das letzte Aufgebot zur Rettung eines mörderischen Reiches. Alte Männer. Halbe Kinder. Jetzt darf er endlich selbst Soldat sein. Doch das Arsenal ist leer. Statt wundersamer Waffen verzweifelte Lügen. Jene Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. Ich bin in meiner Meinung, in meiner Überzeugung, ja, dass wir einen Krieg führen, den wir auch gewinnen werden, immer etwas bestärkt herausgegangen, immer etwas aufgebaut. Ja, denn er hat ja das gesagt, was andere ja schon vorher, sei es jetzt in der Hitlerjugend oder bei solchen Zusammenkünften uns dann gesagt haben, das hat er uns dann bestätigt. Und weil er das auch so sagte, musste es also stimmen. Wir waren ja in einer Hinsicht doch ziemlich einseitig gläubig. Bis zum Ende Durchhalteparolen. Frontbesuch in Lauban. Man erwartete eine Goebbels-Aufführung. Und nun kam eigentlich das Interessante, dass dieser Mann doch so klug war, dieses Wort von Endsieg nicht in den Mund zu nehmen. Die Lüge bedient sich der Wahrheit, um glaubhaft zu wirken. Dass er hier also sozusagen wagt, hinzukommen und sagt, ihr habt Opfer zu bringen, nicht? Und auf euren Einsatz kommt es darauf an. Ich kann euch gar nichts garantieren, nichts versprechen. Dieser Wahn verführt vor allem jene, die in ihrem Leben nie etwas anderes gehört haben. Ihr Vertrauen wird missbraucht. Dieses Deutschland ist überhaupt nicht niederzubrechen oder niederzuwerfen. Nicht nur seine Männer, auch seine Frauen, ja, seine Kinder sind Helden. Die letzten Stunden hetzte noch die Jugend auf zum Kampf und zum Tod. So eine Bestie von Mensch. Wirklich. Und der war ja mit Schuld an allem. Wenn der nicht diese Propaganda so toll herausgeführt hätte und die Menschen so eingewickelt hätte, dann wäre vielleicht mancher schon früher auf andere Gedanken gekommen. Aber der verlorene Krieg, der ist uns ja in den schlimmsten Farben ausgemalt worden. Wir werden alle Sklaven. Entweder wir werden ganz aus, das deutsche Volk wird ausgerottet, oder wir werden Sklaven sein. Wir werden nur noch für die Russen arbeiten und für die Amerikaner und für die Engländer. Wir haben keine Existenzberechtigung mehr auf der Welt. Also wir müssen uns verteidigen. So ungefähr war das. Und damit haben sie die Leute wirklich bei der Stange gehalten. Der totale Untergang. Und er verlängert ihn mit Worten. Hier hören wir uns die Hände blutig arbeiten. Und würden wir bis zum letzten Atemzug kämpfen, ehe dass wir zuließen, dass der Feind das deutsche Land besetzte und uns seinen Willen aufzwingt.
Damit ist Berlin zur Frontstadt geworden. An den Mauern unserer Stadt wird und muss der Mongolensturm gebrochen werden. Provokateure oder aufsässige Ausländer sind sofort festzunehmen oder besser noch unschädlich zu machen. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Er hatte vielleicht 5 Minuten gesprochen, da erfolgte ein Einschlag von einer schweren Artilleriegranate im Garten des Hauses. Die Explosion war so stark, dass also nicht nur sämtliche Fensterscheiben in meinem Raum kaputt gingen und uns auf den Schreibtisch flogen, sondern auch Mauerteile und Mörtel. Und ich sah, wie er sein Manuskript so nahm und weiterlas und dabei mit der rechten Hand den Staub, die Glasscherben und den Mörtel von dem Manuskript runterwehte und sich überhaupt nicht stören ließ. Während die Soldaten Stalins schon im Herzen von Berlin stehen, ist in Hitlers Bunker Goebbels seinem Meister nah wie nie. Und er brennt darauf, ihm auch ins Grab zu folgen. Da kam plötzlich Goebbels herein und ich war also wirklich erschüttert, wie der aussah. Er war leichenblass, mit Tränen in den Augen und er kam dann auf mich zu und anscheinend war niemand anderer da, dem er sein Herz hat ausschütten können. Jedenfalls sagte Frau Junge, der Führer will, dass ich ihn verlasse, dass ich in Berlin bleibe, dass ich in der künftigen Regierung eine Funktion übernehme und ich kann das doch nicht. Also er war ganz verzweifelt, weil er sich doch wirklich als der treueste Gefolgsmann gefühlt hat und er geglaubt hat, es gibt keinen größeren Beweis für seine Treue, als mit Hitler zu sterben. Mörderische Konsequenz. Aus dem heimischen Idyll holt Goebbels seine Kinder zu sich in den Bunker. Ja, da gab es natürlich ein Drama unten im Keller. Als es hieß, die Kinder bleiben hier, da kamen Frauen, Küchenpersonal, Büropersonal, die kamen und haben Frau Goebbels auf Knien drum gebettelt um die Kinder. Ja, und dann kam der Tag, wo Frau Goebbels die Kinder zurechtgemacht hat zum Tod. Weil er alle weiß gekleidet, die Haare aufgekämmt. Ja, und dann sind sie weggegangen. Einmal sehe ich den Goebbels, so die Hände reibend. Und dann war ein Lied zu Ende. Und dann sagte er ein neues Lied an. Durch Groß-Berlin marschieren wir, für Adolf Hitler kämpfen wir, sagte er an. Und die, durch Groß-Berlin marschieren. Müssen Sie mal vorstellen, das war also sowas Makabres, sowas Erbärmliches. Und da habe ich auch bei mir gedacht, dieser Hetzer, der gibt keine Ruhe.